Willkommen zu einem neuen Part von Kirby Nightmare in Dreamland, hier in Welt 4. Und ja, jetzt geht's weiter mit Welt 4.4. Ja, und gleich haben wir schon wieder die Schwertfähigkeit und ja, sieht der Wald hier nicht genial aus? Na gut, es ist alles relativ einfach, dieser Levelaufbau. Also ist nichts Besonderes und ich lasse mich tatsächlich nochmal von so einem Deppen treffen. Ah. Naja. So. Okay. Ja, also von dem lasse ich mich ständig treffen. Was ist denn das? Als würde ich da nicht schnell genug reagieren. Ich habe so das Gefühl, ich reagiere sogar zu schnell. Ah, das war der Level mit den... Oder das Level eher gesagt. Wieso sage ich eigentlich in letzter Zeit immer der Level? Scheine ich mir irgendwie mal angewöhnt zu haben, aber es heißt ja das Level. Oh mein Gott. Okay, da holen wir uns jetzt doch lieber das Rad. Da war irgendwas mit dir. Ich glaube, wir sollten sogar schneller sein als das. Dann gab's irgendwas. Moment, was ist eigentlich das da? Das sieht sehr verdächtig aus. Nein? Nix? Okay. Er will die ganze Zeit einen Gegner spawnen und kann's nicht. Ha, wie geil. Ah ja. Ah ja. Naja. Egal, da. Ich glaube, hier ist so ist eh kein Schalter. Und ja. Dich nehme ich. Jetzt brauche ich das Rad nämlich nicht mehr. Der Elefant! Gar keine epische Bossmusik? Was ist denn hier los? Das passt ja gar nicht hier, diese Musik. Naja. Jetzt haben wir ihn schon wieder fast. Da ist er down. Mal sehen, was er uns zu bieten hat. Was? Nein! Hä, was ist denn das? Oh, geil. Das geht ja jetzt mal richtig ab, ey. Ah, wie das abgeht. Bäm, weg damit. Der Wurf ist auch geil. Ja, ja, war hier noch was? Mal sehen. Nein, gut. So, hier können wir... Hier ist nochmal ein Boss. Aber den machen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir brauchen nämlich nichts. Nein! Hier rennen wir automatisch, das ist ja cool. Das wusste ich auch noch nicht. Ah ja. Nein. Weg damit. So, ja, dich nehmen wir hier, oder? Ja, diese Fähigkeit, die nützt uns hier gar nicht. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Wir müssen ja hier dran kommen. Okay, das hat sich jetzt ja voll gelohnt. Boah, du... Diese Schwertkämpfer, die tänzeln immer so komisch und dann sind die fast unberechenbar. Was gibt's denn hier? Depp. Aber hier muss man manchmal etwas... Nein! Oh, ey.
Das ist echt fies. Sowas. Also dieser Gegner ist auch wirklich richtig fies. Der ist ja quasi schon prädestiniert dafür, dass man da reinfällt. So, jetzt aber. Ja, da hatten wir nochmal Glück gehabt. Okay, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Zack. Zack. So. Du wirst dann auch. Frost. Ja, Frost geht. Hätten wir ja sowieso bekommen. Da. Komm. Irgendwo muss da doch was sein. Ernsthaft? Wieso nicht, echt? Ich verstehe es nicht. Naja. Oh. Da nützt uns das nichts. Du gehst weg, du gehst baden. So. Oh. Oh. Oh, Alter. Das ist fies. Mist? Du gehst baden, so. Und du auch, bitte. Oh, der ist fies. Na los. Haben wir dich, so. Und da ist auch schon die Tür. Zack. So. Und da rein. Ja, ich konzentriere mich gerade wirklich sehr, weil da hätte ja was sein können vorhin. So. Okay. Da ist nur ein Leben. Dafür ist es aber eigentlich relativ einfach, wenn man diese Fähigkeit hier hat. Ja, danke. Danke, dass... Ach, echt. Kaum sagt man mal was, dann... Gott! Mann! Da soll man sich nicht aufregen, echt. Genau, so. Wie kommt man hier durch? Wow! Es ging. Ich bin jetzt einfach mal so lebensmüde und da ist aber noch was. Energie. Und hier oben. Ach, da war das Leben, okay. Und hoch hinaus. Ach, verdammt. Mal sehen, ob da was war. Sieht eigentlich nicht so aus, oder? Nö. Alles nur pure Einbildung. Naja. Komm, so. Wegboostet. Zack. Hier war aber was. Das weiß ich. Hier war was. Das weiß ich, als wäre es gestern gewesen. Hier, das kommt mir richtig bekannt vor. Hier habe ich mich ein bisschen aufgehalten. Es ist oft so. Zack, weg damit. So. Aber was war hier nochmal verlangt? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Verdammt. Da
Oben wollte ich dran, aber ich glaube, da war nichts. Ich hoffe, es ist bei euch gerade nicht dunkel geworden. Das wäre nämlich gar nicht gut. Zack. Nee. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Hier war was. Genau. Oh. Ja. Da habe ich mich richtig dumm und dämlich gesucht. Das könnt ihr mir glauben. Deswegen bin ich heute auch so, wie ich bin. Wisst ihr? Ah, so. Wir hätten hier jetzt zwar richtig schön hell machen können mit diesen Geistern, aber was bringt's? Was bringt's? Ich sehe doch alles. Und ihr wahrscheinlich auch. Ihr seht's wahrscheinlich sogar noch besser als ich. Ach, das ist so fies. Und jetzt kommen wir auch hier oben lang. Okay. Hammer. Na, da kommt man das extra Leben da unten. Schmeiß. Danke. Okay, einfach mal rein. Ja! Extra Leben! Ja, ja. Schön. Und, ja, wir können sogar in diesem Part noch weitermachen mit dem Endboss. Und diesmal ohne Fähigkeit. Na gut. Wir brauchen doch eine Fähigkeit. Der Endboss war auch nicht ohne, habe ich so in Erinnerung. Vor allen Dingen müssen wir hier schnell sein. Ah, verdammt. Schon verkackt. Ja, der war nicht ohne. Diese Wolke. Ja. Jetzt wisst ihr auch schon, was das später wird. Ja, was sollte das jetzt? Nein! Okay, so geht es viel besser. So, jawohl. Das ist alles perfekt abgemessen. Okay, wir haben es geschafft. Nein. Vielleicht hätten wir... Ja, hätten wir. Nein! Ach, so. Ja, der war echt nicht ohne hier. Ich glaube, das war so ziemlich der mit King DDD, wo ich am längsten dran gehockt habe. Ja, King DDD wird noch richtig hart. Na, wir haben es fast geschafft. Hätten wir am Anfang nicht so gefailt, hätten wir es noch geschafft. Aber gut, so. So sollten wir es doch schaffen. Da kommt er schon. Oh mein Gott. Ach, es ist so fies. Und jetzt? Da haben wir doch gar keine Chance. Na gut, immerhin ist er abgehauen. Aber die Fähigkeit haben wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen ihm jetzt erstmal schön ausweichen. Bis er uns die Fähigkeit gibt. Komm jetzt. Jawohl. Ah, gut. Das sieht gut aus. Ja, so schwer ist der auch eigentlich gar nicht. Verdammt, wir können jetzt noch mal... Gut, wir haben's.
Also dieses Rumgezappel ja, zum Schluss, das hat mir jetzt doch schon ein bisschen Sorge bereitet. Naja, damit haben wir Welt 4 abgeschlossen und kommen zu Welt 5. Aber dies sehen wir dann im nächsten Part. Seid gespannt, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ja, bis dann und ciao.